Liebe Freundinnen und Freunde, als 5-jähriges Kind habe ich die Atomkatastrophe von Tschernobyl durch Draußenspielverbote erlebt. Als 17-Jährige habe ich als Delegierte dem rot-grünen Koalitionsvertrag zum Atomausstieg zugestimmt. Ich werde 41 Jahre alt sein, wenn das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz geht. Dass damit das ganze Atomkapitel auch in Nordrhein-Westfalen noch lange nicht beendet ist, ist nochmal ein anderes Thema. Damit Veränderungen also gelingen, braucht es manchmal Zeit, aber immer Menschen, die mit Mut vorangehen und sich nicht unterkriegen lassen. Wir Grüne haben schon oft diesen Mut und Willen für Veränderungen gezeigt. Es waren unsere Abgeordneten, die im Jahr 2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg gebracht haben. Ich habe zu der Zeit Elektrotechnik mit der Fachrichtung Erneuerbare Energien studiert. Ein Professor sagte damals zu uns, wir sollten besser was anderes studieren, was nicht so unsicher ist und wo man nicht so abhängig von Subventionen sei. 21 Jahre später steht im Ampel-Koalitionsvertrag, die erneuerbaren Energien liegen im öffentlichen Interesse und dienen der Versorgungssicherheit. Ich wurde ja schon oft gefragt, wie ich als Frau zum Elektrotechnikstudium gekommen bin. Ganz einfach. Ich habe mich an der FH eingeschrieben. Denn ja, auch Frauen können technikbegeistert sein. Wenn ich in Tagebauen oder Steinkohlebergwerken bin, dann bin ich beeindruckt und erschrocken von dem Aufwand, den wir Menschen in den vergangenen Jahrhunderten betrieben haben, um an Energie ranzukommen. Tausende Meter tiefe Schächte, unzählige Pumpen, hunderte Meter tiefe Löcher. Mehr als 40.000 Menschen wurden bereits aus ihrer Heimat vertrieben. Flüsse umgelegt, wertvolle Biotope sind verschwunden und ganze Landschaften einfach weggebaggert. Für eine Tonne Kohle aus dem Tagebau Hambach müssen 5,2 Kubikmeter Erde, Kies und so weiter weggeschafft werden. Und die Strommenge, die aus dieser einen Tonne Braunkohle gewonnen wird, kann eine Windenergieanlage in weniger als einer Stunde erzeugen. Wir können also die Technik positiv einsetzen und die Energie nutzen, die uns die Sonne direkt oder indirekt durch Windenergie zur Verfügung stellt. Wir müssen es nur wollen. Veränderungen beginnen ja auch immer bei uns selbst. Ich fand die Zeit als Abgeordnete der Minderheitsregierung die spannendste Zeit. Wir waren auf der Suche nach Verbündeten und nicht nach Trennendem. Stellt euch doch nur mal vor, wie weit wir heute schon bei der Rettung der Garzweiler Dörfer sein könnten, wenn die Regierung nicht stoisch darauf beharrt, dass alles, was die Opposition sagt, sowieso Mist ist. NRW ist ein Land der Gegensätze. Stadt und Land, eindrucksvolle Natur und erfolgreiche Großindustrie. Innovative Start-ups, mutige Familienunternehmen. Rheinische Frohnatur und ostwestfälische Kühle. Wir brauchen all diese Gegensätze. Sie machen unser Land stark. Eine Regierung kann, sollte und muss diese Potenziale nutzen. Und eine intakte Natur ist die Grundlage für all das. Wir können unsere Klimaschutzbemühungen im Ganzen und den Windenergieausbau konkret beschleunigen. Und zwar nicht auf Kosten von Artenschutz und Bürgerbeteiligung. Dafür müssen wir es in der nächsten Regierung schaffen, in den Ministerien und Verwaltungen mutige Ideen zu unterstützen, das Kirchturmdenken aufzugeben und unsere Führungsrolle bei Innovation, Energie und Klima zu übernehmen. Regieren darf nicht synonym für verwalten oder verhindern sein, sondern von ermöglichen. Dafür trete ich an. 5 Jahre sind eine knappe Zeit. Aber wir können mit dem Anfang einfach nicht mehr länger warten. Die Studie, wie NRW auf den 1,5-Grad-Pfad kommt, die wir als Grüne Landtagsfraktion in Auftrag gegeben haben, zeigt, es ist technisch möglich, NRW klimaneutral zu machen. Politisch umsetzen müssen wir es. Klar, Veränderungen anzugehen ist auch anstrengend. Aber wir gemeinsam, wir haben den Mut, die Erfahrung und die Ausdauer, unsere Ideen auch umzusetzen. Und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Packen wir es an. Dankeschön.